Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 86 der germanischen Mythologie. Und in diesem Video geht es um eine weitere Figur, die sowohl der Geschichte wie auch den Sagen entstammt und ebenfalls ein Wikinger ist, der in der Serie Vikings einen bedeutenden Auftritt hat. Es geht um Rollo, ein Wikinger, der Raubzüge in Frankreich führte und es schaffte, zum ersten nordischen Herrscher über das Gebiet der Normandie zu werden. Und es geht auch um die isländische Vorzeitsaga von Rolf dem Fußgeher, die mit diesem berühmten Wikinger Rollo verbunden sein soll. Wie stets bei solch eher historischen Figuren will ich aber zu Beginn anmerken, dass es in diesem Video weniger um die historische Realität von Rollo gehen soll, sondern um die Version von Rollo, wie sie in mittelalterlichen Geschichten und Sagen dargestellt wird. Das ist bei Rollo auch besonders wichtig, denn die Saga, die mit ihm verbunden sein soll, die Saga von Rolf dem Fußgeher, enthält praktisch keine historischen Fakten und hält sich in fast allen Belangen nicht an das wahre Leben von Rollo. Die Handlung der Saga hat somit dem realen Rollo so gut wie nichts zu tun und stellt eher ein Stück Abenteuerliteratur aus dem frühen 14. Jahrhundert dar. Über den historischen Rollo werden wir dagegen weniger durch nordische Sagen und mehr durch fränkische und normannische Chronisten informiert. Eine der zentralen und bedeutendsten Quellen für das Leben von Rollo ist so zum Beispiel die Biografie des Wikingers, die von Dudo von Saint-Quentin als Teil seiner Geschichte der Normannen verfasst wurde. Anzumerken ist dabei, dass Dudo diese Biografie im Auftrag von Richard I. schrieb, der Enkel von Rollo war. Damit hatte Dudo direkten Kontakt zu Personen, die Rollo noch zu Lebzeiten kannten und konnte sich auf deren Informationen beziehen. Zugleich aber schrieb er sein Werk auch im Auftrag des Herzogs der Normandie und könnte damit Rollo deutlich heldenhafter und besser dargestellt haben, als es real der Fall gewesen wäre. In Dudos Werk und weiteren Quellen wird von Rollo nun berichtet, dass er ein Wikinger aus Dänemark gewesen sein soll. Zwar behaupten auch andere Quellen, dass er aus Norwegen oder Schweden gewesen sein soll, doch eine Herkunft aus Dänemark erscheint am wahrscheinlichsten. Dort soll er der Sohn eines mächtigen Fürsten gewesen sein, der aber dem König von Dänemark ein Dorn im Auge war. Daher wurde Rollo vom König von Dänemark, sobald sein Vater starb, vertrieben, wobei es zu schweren Kämpfen zwischen Rollo und dem König kam. Und schon früh zeigte Rollo, dass er ein mächtiger Krieger und geschickter Anführer war. Dennoch aber musste er Dänemark am Ende verlassen und wurde zu einem Wikinger. Mit seiner verbliebenen Gefolgschaft zog er nach England und plünderte dort. Er besiegte die Truppen der Angeln und schien sich dort festzusetzen. Schließlich aber schloss er mit dem König von East Anglia Frieden und verbündete sich mit diesem. Dieser trug den Namen König Guthrum und war selbst einst ein dänischer Eroberer gewesen und hatte sich dann aber taufen lassen und den Namen Alstom als König von East Anglia angenommen. Und nach diesem Friedensschluss in England war es dann, dass Rollo sich über den Kanal ins Fränkische Reich aufmachte. Dorthin zog er aber nicht nur mit dem Ziel zu plündern und Schätze zu erbeuten, sondern er wollte dort auch eine Siedlung aufbauen und ein eigenes Reich gründen. Angeblich soll ihm dies durch einen Traum vorhergesagt worden sein. Auch hier errang Rollo zunächst Siege gegen die Franken und sie schafften es nicht, ihn wieder zu vertreiben. Selbst Paris belagerte er schließlich und auch wenn die Franken hier und bei einem weiteren Angriff auf Charte jeweils den Sieg errangen, konnten sie die Gebiete, die Rollo hielt, nicht wieder zurückerobern. Schließlich kam es so zu einem Abkommen zwischen den beiden Seiten. Rollo ließ sich taufen und heiratete die Tochter von König Karl dem Einfältigen und so wurde er zum Herzog der Normandie. Er und seine Wikinger blieben weiterhin im Reich der Franken und gliederten sich mit der Zeit in die fränkische Kultur ein. Von den Normannen kommt so auch der Name der Region und zu Rollos Nachkommen zählt unter anderem auch William der Eroberer. Der historische Rollo, über den diese Erzählung natürlich nur einen kurzen und sehr groben Überblick gibt, war so eine wichtige und sehr berühmte Figur der Geschichte Frankreichs. Die isländische Vorzeitsaga zu ihm erzählt davon nun praktisch gar nichts. Der namensgebende Held der Göngu-Rolf-Saga, was so viel wie die Saga von Rolf dem Fußgeher bedeutet, wird so zwar mit dem historischen Rollo identifiziert und Rolf ist auch die nordische Version des Namens Rollo, doch recht viel mehr als den Namen haben der historische Rollo und der legendäre Sagen-Rollo nicht gemein. So wird auch angezweifelt, ob die Figur aus der Saga wirklich überhaupt etwas mit dem historischen Rollo zu tun hat oder gar nicht mit diesem verbunden sein soll. Es ist aber gut möglich, dass Rolf der Fußgeher auf dem historischen Rollo basiert und nichtsdestotrotz ist diese Saga sehr unterhaltsam und sie ist es definitiv wert, betrachtet zu werden. Sie wird zu den Vorzeitsagas von Island gezählt und zur Gruppe der Trollsagas, die vor allem der Unterhaltung gedient hatten. Sie berichten von fantastischen Abenteuerfahrten, Kämpfen mit Ungeheuern und sie nehmen sich generell nicht allzu ernst.
Daher ist es auch gut möglich, dass Rolf tatsächlich Rollo ist, doch die Saga verarbeitet nicht wie die Heldensagas, wie etwa die Völsungensaga, historische Ereignisse um Rollo, sondern dichtet dem Wikinger einfach eine ganze Reihe von spannenden Abenteuern, großen Heldentaten und Liebschaften an. In der Saga ist Rolf nun der vierte Sohn von Asa der Schönen und Sturlaug dem Vielgeplagten, dem Held einer vorhergehenden Saga und Jarl in Norwegen. Rolf wuchs mit seinen vier Brüdern zu einem sehr großen und starken Mann heran. Und tatsächlich wurde er so groß und so stark, dass er sogar zu groß für ein Pferd wurde und nicht reiten konnte. Wegen seiner gewaltigen Größe konnte ihn kein Pferd tragen und er musste immer zu Fuß gehen, weshalb er auch Rolf der Fußgänger genannt wurde. Trotz seiner gewaltigen Größe und Kraft war Rolf aber eher faul und er nutzte auch nur selten Waffen und war eher langsam im Umgang mit diesen, weshalb viele Leute auch zunächst dachten, dass er unnütz sei und am Ende harmlos. Selbst sein Vater meinte, dass er sich lieber irgendwo als Bauer niederlassen sollte, weil er zu nichts Großem taugte. Da aber wollte Rolf seinem Vater das Gegenteil beweisen und er wollte ausziehen, um sich einen Namen zu machen. So nahm er sich eine große Keule als Waffe und zwei Mäntel, die ihm seine Mutter gab, und ging mit diesen fort. Allein wanderte er umher und schon bald geriet er in seinen ersten Kampf, bei dem sich aber zeigte, dass die Mäntel seiner Mutter magisch waren und ihn beschützten und Waffen sie nicht durchdringen konnten. Von diesem ersten Mann, den er erschlug, nahm er sich seinen Speer und ein Schwert und schloss sich für eine Weile dann später einer Gruppe von Wikingern an, mit denen er auf Raubfahrt ging. Schließlich verschlug es Rolf dann nach Jütland an den Hof von Jarl Torgny. Bei diesem ließ er sich nieder und half bei der Verteidigung seines Reiches, wenn er nicht gerade selbst auf Raubfahrt war. Damit war Rolf also inzwischen zu einem guten Anführer und einem immer besser werdenden Krieger geworden. Er freundete sich auch besonders mit Torgnys Sohn Stefnir an, dem er den zweiten magischen Mantel seiner Mutter gab. Damit waren sie beide in der Schlacht kaum zu verwunden und mit Speer und Keule war Rolf ein wahrhaft tödlicher Feind. Im Kampf gegen den Wikinger Fazi konnte er so mit nur einem Schlag seiner Keule den Schild seines Gegners zerschmettern und als er am Ende mit ihm rang, brach er Fazi das Rückgrat. Rolfs Ansehen in Jütland war bald gewaltig und er erhielt eine eigene Burg vom Jarl. Und er war nicht nur als großer Krieger, sondern auch als besonders freundlich und großzügig bekannt. So kamen einmal zwei Männer an den Hof von Torgny, die Raffen und Krag genannt wurden, was Rabe und Krähe bedeutet. Mit diesen beiden veranstalteten Rolf und Stefnir ein Ballspiel, bei dem sie die beiden aber völlig vorführten und besiegten. Als die beiden Gäste dann nach ihrer Niederlage wütend wurden, machte ihnen Rolf reiche Geschenke und stellte so den Frieden und die Freundschaft mit diesen wieder her. Dann aber erreichte Torgny eine Nachricht aus Holmgard, was dem heutigen Novgorod in Russland entspricht. Die Prinzessin Ingigerd dort wurde von einem Wikinger namens Eirek bedroht, der den König von Holmgard getötet hatte und sie nun heiraten wollte. Die Prinzessin aber hatte ihn mit dem Versprechen hingehalten, dass sie ihn in 3 Jahren heiraten würde, wenn sie bis dahin keinen Krieger finden konnte, der es mit Sörgver, seinem besten Krieger und Champion, aufnehmen konnte. Eine Aufgabe, die Rolf wie für ihn geschaffen zu sein schien. Zwar war es eigentlich Jarl Torgny selbst, der schwor, dass er die Prinzessin retten würde, doch er suchte nach einem Krieger, der für ihn den mächtigen Sörgver schlagen könnte. Und so sollte Rolf in seinem Auftrag nach Russland gehen. Der aber lehnte diesen Auftrag ab. Er wollte nach eigenem Ermessen gehen und so verschwand er einfach eines Tages aus seiner Burg und machte sich auf nach Holmgard. Damit beginnt auch der Hauptteil dieser Saga. Rolfs Fahrt nach Holmgard und die Brautwerbung um Ingigerd dort und all die Aufgaben und Heldentaten, die er dabei bestehen musste. Ausgerüstet mit seinem Speer, einem magischen Mantel und einem Bogen, ging er zu Fuß nach Osten, denn reiten konnte er ja nicht. Es dauerte aber nicht lange, bis er wieder in einen Kampf verwickelt wurde. An der Grenze von Dänemark traf er auf Vilchal, mit dem es zum Streit kam, aber den Rolf bald zu Boden ringen konnte. Da ergab sich ihm Vilchal und schwor ihm, auf der Reise zu dienen. Eigentlich aber wollte Vilchal ihn hintergehen und für seine Zwecke nutzen, denn er hatte den Plan, in Holmgard den Schatz aus dem Hügelgrab des toten Königs zu stehlen und die Schwester von Eirek, der dort jetzt herrschte, zu gewinnen. Durch einen Trick schaffte es Vilchalm auch, dass ihm Rolf einen Schwur leistete, ihm wiederum zu Diensten zu sein, und Rolf als ehrenhafter Mann war an sein Wort gebunden. So wurde Rolf durch eine List zum Diener von Vilchalm und die beiden kamen zusammen in Holmgard an. Dort gaben sie sich gemäß Vilchalms Plan zunächst als Gäste aus, die in König Eiriks Dienst treten wollten.
Auf diese Weise lernten sie auch die Krieger kennen und sahen, dass bei Eirek mächtige Zauberer, Magier und geradezu monströse Krieger waren. Wobei Sörgwer und der Zauberer Grim Aegir die schlimmsten von allen waren. König Eirek ging auch gerne zur Jagd und eines Tages entdeckten sie dabei einen Hirsch, der zwischen seinem Geweih einen silbernen Stab trug und goldene Ketten um den Hals. Das Tier aber konnte entkommen und auch nach Tagen der Jagd konnte es niemand finden. Eirek wollte diesen Hirsch um jeden Preis haben und versprach demjenigen, der ihn schaffte zu fangen, sogar die Hand seiner Schwester und einen Teil des Reiches. Darin sah Wilhelm seine Chance und ging zusammen mit Rolf auf die Jagd und schwor Eirek, dass er den Hirsch zu ihm bringen würde. Am Ende aber war es Rolf, der den Hirsch fangen konnte, denn dieser, so zeigte sich, gehörte einer Albenfrau, der Rolf half und dafür erlaubte sie ihm, den Hirsch zu ergreifen. Wilhelm aber versuchte, den Ruhm für sich zu beanspruchen und da Rolf mit einem Schwur an ihn gebunden war, musste er es zulassen. König Eirek vermutete aber bereits, dass Wilhelm nicht der Held der Geschichte war und wollte ihm nicht ganz glauben, und so verlangte er nach einer zweiten Ruhmestat. Er sollte in den Grabhügel von Hrekvid, den vorhergehenden König von Holmgard, gehen und dort die Waffen des Königs stehlen. Bereits auf den Weg dorthin kamen sie in einen schweren Schneesturm und Wilhelm ging nicht weiter, sondern lief weg. Hrolf unterdessen wagte sich allein in das dunkle Grab, und dort begegnete er dem Trauger des toten König. Dieser war aber keineswegs böse, sondern freundlich zu Rolf und erklärte ihm, dass Grim Aegir, der Zauberer von Eirek, den Schneesturm gemacht hatte, um ihn und Wilhelm zu töten, und dass nur jemand, der seine Rüstung trägt, gegen Sörgwerk gewinnen kann. Diese Tat traut der tote König Rolf auch zu, und so überlässt er ihm seine Waffen und Rüstungen, mit denen man den Champion besiegen kann. Auch sagt ihm, dass sein Pferd, Dulzifal, als einziges wohl stark genug wäre, um den gewaltigen Rolf tragen zu können. Damit hatte Rolf vom Trauger des Königs einen magischen Speer, einen Schild und eine Rüstung erhalten und wusste nun von einem Pferd, das ihn beim Turnier würde tragen können. Wieder aber behauptete Wilhelm bei ihrer Rückkehr, dass er die Ruhmestat begangen hätte, doch dieses Mal versteckte Rolf die wichtigen magischen Waffen vor ihm im Wald. So erhielt Eirek von Wilhelm nur die Waffen, die nicht verzaubert waren, und diese ließ er sogleich wegbringen und wegsperren, damit niemand seinem Champion etwas anhaben könnte. Und wie schon zuvor hatte König Eirek schon den Verdacht, dass es eigentlich Rolf und nicht Wilhelm war, der die Schätze erobert hatte. Daher verlangte er nun nach einer dritten Heldentat, um zu beweisen, dass Wilhelm wahrlich seiner Schwester würdig war. Zu dieser Zeit wurde Holmgard von den Tataren bedroht und ein Tatarenfürst namens Soti zog gegen die Stadt in den Krieg. Rolf und Wilhelm sollten nun mit Eirek in den Kampf gehen und Soti besiegen. Vor Eireks Augen sollten sie kämpfen, was es Wilhelm schwer machen würde, Rolf den Ruhm zu stehlen. Ein letzter Versuch des eigentlich feigen Kriegers war es, dass Rolf in seine Rüstung steigen und mit seinen Waffen kämpfen sollte, damit es so aussehen würde, als hätte Wilhelm den Sieg gegen Soti errungen. Im Kampf schlug Rolf nun dem Pferd von Soti den Kopf ab, doch dann zerbrach das Schwert von Wilhelm, aber Rolf rammte einfach Soti den Griff seines Schwertes in den Schädel und tötete ihn damit. Und wieder schaffte es Wilhelm, den König davon zu überzeugen, dass er die Heldentat vollbracht hätte und meinte, dass es ja wohl eindeutig wäre, dass er den Sieg errungen habe und er seine Schwester ja nicht einem Bauernsohn wie Rolf überlassen wollte. So kam Wilhelm am Ende tatsächlich mit allem davon und heiratete Eireks Schwester Gyda. Und obwohl er eigentlich der Sohn eines Bauern und ein Feigling und kein Held war, war er nun zufrieden und ein reicher Fürst. Damit aber war auch Rolf von seinem Schwur gegenüber Wilhelm entbunden, da er ihm beigestanden hatte, sein Ziel zu erreichen. Und so machte er sich sogleich an seine eigentliche Aufgabe. Das dritte Jahr, seit Eirek Holmgard erobert hatte, war nun vorbei und es war an der Zeit, das Turnier gegen Sörgwerk zu veranstalten. So holte er Rolf die Waffen aus dem Grab, die er versteckt hatte, hervor und von der Prinzessin Ingigerd erhielt er das starke Pferd Dulzifal. Dieses Ross war auch tatsächlich groß und stark genug, um den gewaltigen Rolf zu tragen und auf dem Rücken dieses Pferdes ritt er gegen Sörgwerk in den Kampf. Und egal, was sein Feind bei diesem Turnier versuchte, er konnte den Helden einfach nicht aus dem Sattel heben. Und am Ende traf Rolf seinen Gegner so hart gegen die Brust, dass seine Rüstung zerbrach. Sörgwer wurde mit einer Lanze in der Brust aus dem Sattel geworfen und brach sich beim Aufprall das Genick. So hatte Rolf die Prinzessin offiziell gerettet. Doch Eirek wollte sich nicht an sein Versprechen halten und wurde wütend und wollte Rolf erschlagen lassen. Aber auch hier half ihm Dulzifal entscheidend, das Pferd tötete zahlreiche Männer, während Rolf noch mehr erschlug, bis die beiden fliehen konnten.
In der Nacht kam Rolf dann zur Burg zurück und befreite Ingegerd und konnte mit der Prinzessin entkommen. Während Eirek, der nun Wilhelms Lügen durchschaut hatte, diesen schickte, um Rolf zu jagen. Er sollte nicht eher zurückkommen, bis er ihn gefangen hatte, oder er würde von Eirek getötet werden. Und von Angst getrieben holte Wilhelm ihn bald ein und kann ihn erneut überlisten. Er behauptete, dass er von Eirek verjagt worden wäre und bat Rolf inständig darum, ihn bei sich aufzunehmen. Der Held hatte Mitleid mit dem Feigling und ließ sich darauf ein. Doch schon in der nächsten Nacht stach Wilhelm Rolf mit einem Schlafdorn, damit der Held nicht mehr erwachen konnte, und dann schlug er ihm die Beine ab. Der Schlafzauber war dabei so mächtig, dass er selbst nach dem Verlust seiner Beine nicht aufwachen konnte. Zu Eirek aber wollte Wilhelm auch nicht wieder zurückkehren, und so wollte er die Prinzessin zu Jarl Torgny bringen, um von diesem eine Belohnung zu erhalten. Während er so mit Ingegerd floh, schaffte es aber Dulcifal, Rolf den Schlafdorn zu entfernen, und trotz seiner schweren Wunden schaffte er es, sich auf das Pferd zu ziehen und ritt ihnen nach. Er schaffte es, bis zum Hof seines alten Freundes Björn zu kommen, der einst der Berater von Torgny gewesen war, aber durch den Zwerg Möndul seine Stellung, seine Frau und seinen Reichtum verloren hatte. Dafür aber hatte Björn den Zwerg gefangen nehmen können, und nun bedrohten sie sein Leben. Und da der Zwerg über große Zauberkräfte verfügte, bot er an, Rolfs Beine im Austausch für sein Leben heilen zu können. So konnte der Held sein Leben und vor allem auch seine Beine dank eines Zwerges retten. Und auch weiterhin blieb Möndul in seiner Schuld. Es hatte aber auch 3 Tage gedauert, bis Rolf wieder gehen konnte, und inzwischen wollte Torgny die Prinzessin Ingegerd heiraten, aber sie lehnte erneut ab und wollte auch ihn nicht haben und würde nur jemanden heiraten, der den Tod ihres Vaters rächen konnte. Damit wurde es nun zum Ziel, Eirek zu töten und Holmgard zu befreien. Und es waren Rolf und Stefnir, die das Heer gegen Holmgard führen sollten, und auch der Zwerg half ihnen dabei. Seine Zauberkräfte und seine Hilfe sollten von entscheidender Bedeutung im Kampf gegen Eirek und seine Zauberer sein. Und schon auf der Reise nach Russland war es von größter Bedeutung, dass der Zwerg bei ihnen war. Sie nahmen den Seeweg nach Holmgard, und die Zauberer von Eirek schickten schreckliche Stürme gegen sie und ließen es so aussehen, als würden gewaltige Kriegsschiffe kommen, und sie beschworen Trolle in Form von großen Seetieren, die die Schiffe angriffen. Der Zauber von Möndul konnte sie vor alledem beschützen, doch jeder Kapitän, der nicht auf den Zwerg vertraute und in Angst vor den Winden oder großen Kriegsschiffen von Rolfs Flotte ausscherte, wurde sogleich von einem Troll, der die Form eines großen Walrosses hatte, angegriffen und zerstört. Am Ende verlor Rolf ganze 20 Schiffe dadurch, und die Stürme von Grim Aegir waren wahrlich tödlich. In Holmgard angekommen, kam es dann zu einer gewaltigen Schlacht, die ganze 3 Tage lang dauern sollte. Und diese wird in der Saga auch eingehend über mehrere Kapitel hinweg beschrieben. Der Zwerg Möndul verteidigte sie weiterhin gegen die Zauber, und Rolf und Stefnir und ihre Heere kämpften mit den vielen mächtigen Kriegern von König Eirek. Für den ersten Tag der Schlacht wird beschrieben, wie sie ihre Reihen aufstellten und die Krieger wieder und wieder aufeinander trafen. Die Kämpfe waren so gewaltig, dass sich die Toten auf dem Schlachtfeld bald schon auftürmten, und Rolf erschlug unter anderem den gewaltigen Röndolf, der mit einer großen Eisenkeule kämpfte, mit der er mit einem Schlag 2 Männer töten konnte. Als es dann Nacht wurde und beide Seiten eine Pause im Kampf einlegten, erhielten sie auch noch Verstärkung. Rolfs alter Vater Sturlaug kam aus Norwegen mit einem Heer, während Eirek von seinen 12 Berserkern und weiteren Truppen aus dem Umland verstärkt wurde. So ging die Schlacht mit frischen Truppen am nächsten Morgen von neuem genauso brutal und blutig weiter. Selbst der Zwerg Möndul, der gesagt hatte, dass er weder mit Speer noch mit Schwert umgehen konnte und nicht in eine Schlacht gehörte, stand auf einem nahen Hügel und schoss mit seinem magischen Bogen, womit er viele Männer tötete. Rolf und Stefnir unterdessen erschlugen Eireks Berserker, und durch ihre Mäntel wurden sie von ihren Waffen beschützt. Und noch die Taten von vielen weiteren Kriegern und Helden werden genannt, und auch viele von ihnen finden ihr blutiges Ende in diesem Kampf. Vom Zauberer Grim Aegir heißt es, dass er plötzlich aus der Erde hervorkam und Sturlaug erstach und seinem Sohn kochendes Gift ins Gesicht spuckte, dass dieser daran starb. Als Rolf seinen Vater und einen seiner Brüder sterben sah, wurde er so noch wütender, und mit jedem Schlag seines Schwertes zerteilte er nun einen Mann, manchmal sogar 2 oder 3 auf einmal. So ging es weiter, bis auch der 2. Tag der Schlacht endete. Am Ende des 2. Tages hatten beide Seiten schwerste Verluste erlitten, und auch König Eirek selbst war von einem der Pfeile von Möndul verwundet worden.
Für den dritten Tag wurde sogar noch ein neues Schlachtfeld ausgewählt, da auf dem alten schon zu viele Tote lagen, um dort kämpfen zu können. Und wieder hatte Eirik in der Nacht Verstärkung erhalten und nun führte er eine gewaltige Übermacht. Ein Sieg schien nun für Rolf fast unmöglich und so entschloss er sich mit nur einer kleinen Truppe direkt auf die Position von König Eirik vorzupreschen. Er selbst wollte den mächtigen Grim Aegir töten und Stefnir sollte Eirik selbst erschlagen. Und so taten sie es am dritten Tag der Schlacht dann auch, während der Zwerg sie ein weiteres Mal vor dem dunklen Zauber von Grim Aegir schützte. Der Zauberer wollte daraufhin den Zwerg mit seinen eigenen Pfeilen töten, doch der Zwerg schoss jedes Mal zurück und ihre Pfeile trafen sich immer in der Luft und zerstörten sich gegenseitig. Dann erreichten Rolf und Stefnir ihr Ziel. Der Letztere kämpfte sich zum König vor, doch dieser hatte noch immer viele mächtige Berserker auf seiner Seite, die Stefnir schwer zu schaffen machten. Und Rolfs Gegner Grim Aegir verwandelte sich gar in einen Drachen, um den Helden zu vernichten. Der Plan von Rolf schien fehlzuschlagen und die Schlacht schien sich gegen sie zu wenden. Da aber tauchten weitere Truppen auf, geführt von zwei unbekannten und großen Kriegern, die Masken trugen und sich auf Rolfs Seite stellten. Mit ihrer Hilfe war es dann, dass Rolf die Schlacht ein letztes Mal wenden konnte und den Sieg davontrug. Zwar war der sich immer wieder in Drachen, Eber, Bullen und andere Monster verwandelnde Grim Aegir ein tödlicher Feind, aber am Ende konnte Rolf auch ihn töten. Ihr letzter Kampf war so schrecklich, dass alle Männer im Umkreis vor ihnen flohen, um nicht Opfer ihrer Gewalt zu werden. Endlich aber schlug Rolf das Schwert von Grimm in zwei und der Mantel beschützte ihn vor Gift und Feuer. Dann kam plötzlich Möndul hinzu, der auf das Schlachtfeld gerannt war und ein Schwert aufnahm und Grimm ins Bein stechen konnte und seine Sehnen durchtrennte. Damit fiel Grim Aegir zu Boden und Rolf hielt ihn fest, während der Zwerg ihm einen hölzernen Pflock ins Gesicht rammte, damit er keine weiteren Zauber mehr wirken konnte. Und Rolf versetzte Grim Aegir noch den Todesstoß und rammte ihm sein magisches Schwert durch die Brust. König Eirik unterdessen traf mit seinen letzten monströsen Kriegern auf die beiden Maskierten und Stefnir und fand gegen diese sein Ende. So hatten Rolf und Stefnir die monströsen Krieger und König Eirik endlich nach 3 Tagen Schlacht bezwungen und sich größten Ruhm verdient. Rolf heiratete Prinzessin Ingigerd, die nach Holmgard zurückkehrte. Und die maskierten Krieger stellten sich am Ende noch als Raven und Krag heraus, gegen die Rolf und Stefnir zuvor Ball gespielt hatten und zu denen Rolf so freundlich gewesen war. Krag war in der Schlacht gefallen und Raven berichtete ihnen, dass sein wahrer Name eigentlich Harald war und er der Sohn von König Jadgeir von England war. Sie waren aus ihrer Heimat vertrieben worden und nun bat Harald Rolf darum, ihm zu helfen, seinen Thron zurückzuerlangen. Diese Hilfe sagte ihm der Held auch gerne zu und er würde noch nach England ziehen, um dort den Thron für Harald zu erobern. So mussten am Ende der Geschichte viele große Helden begraben werden. Doch die Saga endet trotz allem im Guten, denn Rolf war nun ein großer Held, Holmgard befreit und Prinzessin Ingigerd mit einem Mann verheiratet, den sie auch wollte. Sie und Rolf hatten noch viele Kinder und lebten lange glücklich zusammen. Klar ist nun, dass diese Saga wenig mit dem historischen Leben von Rollo zu tun hat und ganz ähnlich ist es auch mit dem bekannten Charakter aus der Serie Vikings. Dieser ist am Ende wohl auch mehr durch den historischen als durch den sagenhaften Rollo inspiriert, aber auch nur ebenso lose. Mit Ragnar Lodbrok hatten wohl weder Rollo noch Rolf etwas zu tun, doch die Saga zeigt auf jeden Fall auf, dass das Erdichten von wilden Geschichten um einen historischen Namen nichts Neues ist und zur Unterhaltung auch schon im 14. Jahrhundert gemacht wurde. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu dem Video und eure Vorschläge für das in der nächsten Folge in die Kommentare schreiben und ich sage vielen Dank an meine Patreons und tschüss YouTube bis zum nächsten Mal bei der germanischen Mythologie.